Genau 4 Jahre ist jetzt her, wo Jesus in mein Leben ist gekommen. Ich habe mega Höchstes erlebt, aber auch tiefe Tiefs gehabt. Bereue ich es? Nie im Leben. Wie soll ich? Weil Jesus hat das Wort vom Leben. Hallo zusammen, ich bin der Roman. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen, wie ich vom New Age über Party und Drogen und am Schluss in der Depression gelandet bin. Wie dann plötzlich Jesus in mein Leben ist gekommen, durch eine Vision. Wie der Sinn vom Leben in mein Leben ist gekommen. Und ich möchte euch fragen, sind wir nicht alle irgendwie auf der Suche nach dem Sinn vom Leben? Wir leben in krassen Zeiten. Corona in aller Munde. Wirtschaftliche Katastrophen kommen auf uns zu. Sicherheiten brechen weg. Und ich möchte euch Jesus näher bringen. Weil er ist die Sicherheit. Er ist die Burg. Er verändert sich nie. Er sagt selber von sich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Und ich möchte euch erklären, wie man biblisch in eine Beziehung mit Jesus kommt. Weil vorher hat mir das niemand richtig erklären können. Ich habe viele Videos geschaut, wo am Schluss Christen gesagt haben, bete jetzt einfach ein Gebet und alles ist gut. Aber irgendwie, ich habe das ein paar Mal gemacht, nichts hat sich verändert. Und ich möchte euch erklären, was die Bibel dazu sagt, wie man in eine Beziehung mit Jesus kommt, dass man zurück am Schluss zu Gott kommt. Ich bin in einem behüteten Haus gross geworden, in einer intakten Familie. Ich hatte alles, was man sich vorstellt. Und schon gleich kam aber meine Familie ins New Age hinein. Wir pendelt, mehr Reiki gemacht, Hand auflegen und kosmische Ströme einladen, um Leute zu heilen. Wir haben uns mit Geistern verbunden, Medium ist ein Stichwort, mit Geistern geredet. Ich selber habe pendelt und habe mir Antworten gependelt. Ich habe mich geöffnet der geistigen Welt. Und heute weiss ich, ich habe mich dann geöffnet, dass Dämonen in meine Seele kommen können. Die Bibel redet von dem dämonisiert. Aber ich habe früh gewusst, dass die geistige Welt so real ist wie diese Welt. Und ich habe in die Welt hineingeschaut und habe gemerkt, dass Mord, Totschlag, Krieg überall ist. Und gemerkt, etwas stimmt nicht. Die Welt wird eigentlich vom Bösen regiert. Und ich wusste, der Teufel ist so real, wie Gott real ist. Und ich war aber immer auf der Suche, wo ist denn der Sinn? Wo geht es durch? Was ist denn die Wahrheit überhaupt? Und als ich in die Lehre kam, ist das New Age und das Pendel und alles ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Dafür kam dann Ausgang gekommen. Alkohol, Drogen immer mehr. Ich habe verschiedene Drogen ausprobiert. Ecstasy, Speed, Kokain. Ich habe viel getrunken. Alle Wochenende. Ich habe am Ende überlegt, was ich am Wochenende machen kann, was am tollsten ist. Wo am besten abstürzen kann. Meine Identität war echt der Ausgang. Und habe reingelassen, was ich bekommen habe. Aber durch das bin ich immer mehr eigentlich in eine Depression gekommen. Gut. Es sind 10, 15 Jahre gegangen und ich habe mein Leben genossen. Aber sukzessiv immer mehr und mehr mein Herz leer und leer geworden. Und eines Tages ist es passiert. Ich bin mit Kollegen in Ausgang, einen guten Ausgang, lustig. Kaum daheim war, ins Bett rein und dann kam wirklich so eine Leere und eine Depression über mich. Und ich dachte, hey, ist das wirklich mein Leben?
einen Ausgang, Party, Drogen. Wo ist der Sinn? Warum bin ich hier, wo gehe ich her? Und dann ist es passiert, dass ich von tiefstem Herzen raus zu Gott geschrien und gesagt, Gott, gibt es dir überhaupt? Ist da etwas? Zeig dich. Und in diesem Moment ist es passiert. Ich hatte eine Vision. Plötzlich habe ich einen Aluballon gesehen, wo Jesus drauf gedruckt ist. Und der Aluballon fliegt plötzlich weg von mir und ich gehe mit der Kamera weiter und verfolge den Ballon. Und ich habe gesehen, dass ein Ballon ein riesiges Seil ist. Und ich bin wie so eine Kamerafahrt, habe ich einem Seil gefolgt, das immer dünner und dünner und dünner ist, bis ich wieder bei meinem Körper war, schaue runter und an meinem Körper ist eine Spindel. Und am Schluss war es nur noch Schnur, die zweimal um die Spindel ist, aber nicht angemacht. Und in dem Moment hat Gott zu mir geredet und gesagt, schau, du hast nicht mehr viel Zeit, überleg dir, welchen Weg du gehen willst. Dann schaue ich rechts und sehe nur Dunkelheit. Und für mich ist es wie tot hineinkommen. Dann schaue ich wieder links und sehe den wunderschönen Himmel mit diesem ganz kleinen Ballon. Und ich habe für mich gewusst, ich muss jetzt einen Entscheid treffen. Und ich bin so im Bett gelegen und habe für mich gedacht, okay, also Jesus, der kommt zurück zu mir. Und ich habe so an der Schnur gezogen und den Ballon zurückgezogen. Und dann habe ich wirklich gut geschlafen und am nächsten Tag habe ich es fast vergessen. Plötzlich kam es wie ein Blitz. Oh, ich hatte eine Vision. Krass, ja, stimmt. Ich bin dann am PC ein bisschen später und habe ein Video gesehen. Reiki Master meets Jesus. Und es hat mich irgendwie angezogen, das Video. Weil wir eben alle in der Familie Reiki gemacht haben. Und es ist ein mega starkes Zeugnis von einer Reiki Masterin, die Jesus gefunden hat. Und es hat mich so berührt. Etwas war anders in meinem Wesen. Als ich das geschaut habe, in diesem Video erklärt Torben das Evangelium. Guilty, guilty, guilty. I am guilty and I deserve hell because God is good and I'm not. I was leading everybody away from Jesus, away from Christ, through other forms of healing. But when I saw Jesus healing on the streets myself, be healed right now. What? Really? Good? Look at that. Look how simple that is. Look how beautiful that is. Can't wait to tell the story, my story. Und ich merkt, etwas bewegt in mir. Und ich bin auch auf die Seite gekommen, TLR. Und habe gesehen, dass es ein Film ist, TLR, The Beginning. Das heisst, The Last Reformation, The Beginning. Und ich habe den Film runtergeladen und habe geschaut. Und als ich angefangen zu schauen, ist mir das Herz auf. Ich musste praktisch den ganzen Film rennen. Es hat mich so berührt. Und dort siehst du, wie Leute für andere, also wie Jünger von Jesus für andere beten. Und die wären sofort geheilt und ich wusste in meinem Herzen, es ist echt. It's real! It's really real! It's really real, y'all! I ain't playing now, it's real! I mean, it's real, because you had to believe this thing! It's real! She just got healed. She's all excited. I miss you, girl. Lord, I miss you, Lord. Look at that, she's walking. Ich habe Leute erlebt im Video, die getauft werden im Geist und das hier gespürt. Der Geist hat etwas gemacht mit mir. Pain, go right on, pain, go and face right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. I don't know if you feel something happen. Wow, something happened. She got filled with the Holy Spirit and God met her in a radical way and she was in tears. She fell down in front of us. Fill up. More. The Holy Spirit, so you just open your mouth. Holy Spirit, more, fill up. Oh, you just got baptized, filled with the Spirit. Free.
He's there. He's free. He's there. He's free. This is a new beginning. It's a new beginning for you. It's a new beginning. It's a new beginning. Oh God, we thank you for freedom, God. We thank you for a new beginning. Und am Schluss hast du eben auch, wie Dämonen austrieben werden. Und ich selber habe immer das Gefühl gehabt, in mir ist etwas, das nicht gut ist. Und als der Film fertig war, habe ich gewusst, okay, das ist das, was ich mein Leben lang gesucht habe. Jesus, dir geht's, du bist die Wahrheit und du lebst. Wo ich erkannt habe, dass Jesus die Wahrheit ist, wo ich gewusst habe, aha, Jesus lebt, Jesus ist wirklich da, habe ich gewusst, okay, ich muss irgendwie Christ werden, aber wie? Ich wusste, ich kann nicht in eine katholische Kirche, ich kann nicht in eine reformierte Kirche, weil ich komme aus dem aus, ich bin konfirmiert worden, aber ich habe mir gewusst, mir fehlen Antworten. Und als ich dann auf die Seite gegangen bin, wie der TLR, das ist Last Information, da habe ich gesehen, dass die sogenannte Kickstarts machen, Weekends, das sind so Wochenende, wo Christen sich treffen, Jünger, die mehr erleben mit Jesus. Und in 3 Tagen bekommst du Teachings, was es heisst, unterwegs sein mit Jesus. Und du hast in diesen 3 Tagen können taufen im Wasser und im Heiligen Geist. Und ich wusste, okay, das ist mein Weg, ich will das machen. Ich bin dann, habe niemandem etwas gesagt, wo ich genau gewusst habe, dass die Welt mir wird sagen, hey, mach das nicht. Und allein Barcelona gebucht, bin allein dorthin geflogen, an das Kickstart-Event. Und als ich dort angekommen bin, am Freitag, ist es in so einer Kirche, ist es, hat es stattgefunden, ist der Sohn von Torben. Ich muss zum Torben sagen, Torben ist ein Evangelist aus Dänemark, der die Kickstarts organisiert, macht und mega viel Zeugnis hat, mega viel erlebt mit Jesus. Und als ich dort war, hat sein Sohn für mich gebeten. Und ich habe immer schon, wie ich schon am Anfang erzählt habe, das Gefühl gehabt, dass in mir etwas ist, das nicht gut ist. Und als er gesagt hat, er möchte für mich beten, habe ich gesagt, schau, ich war ja im New Age drin. Dann hat er plötzlich gesagt, hey, komm, wir müssen ein bisschen weg mit dir. Und er hat für mich gedacht, weißt du, sie lassen mich nicht manipulieren, hat die Augen zu, habe einfach nichts gedacht, nichts gesagt. Und dann hat er für mich gebeten. Und plötzlich ist es passiert. Dämonen haben sich manifestiert. Ich musste einen Move tun, mich verzogen. Und er hat über 4 Stunden gebetet und die Dämonen sind nicht gegangen. Und irgendwie plötzlich hat Gott zu mir geredet, hey, du musst zuerst sterben. Und er hat es ihm gesagt und hat irgendwie das Gefühl gehabt, ja, er hat das Gleiche. Und für mich war es krass gewesen. Für mich war es so wie eine Medaille gewesen, die 2 Seiten hat. Einerseits habe ich endlich gewusst, ja, es stimmt. Dämonen sind real. Ich selber hatte Dämonen gehabt. Und andererseits bin ich irgendwie auch erschrocken an diesem Gefühl, an dieser Macht, die hier existiert. Und ich bin dann ins Hotel gelaufen, ich habe zittert am ganzen Körper, war verwirrt gewesen. Und es war ein mega, ja, ein Erlebnis gewesen für mich. So, ich laufe wieder nach Barcelona, bin fix und fertig. Sony. Und als es dann Sonntag wurde, war für mich völlig klar, dass ich mich taufen lasse. Ich wusste auch, die Dämonen müssen gehen, aber dann ist es richtig losgegangen. Die Fight in mir war mega krass. Also ich bin fast umgekehrt, ich bin fast in Ohnmacht gekehrt. Und als wir dann Richtung Meer sind gelaufen für das Taufen, habe ich gewusst, jetzt endlich werde ich sterben hier. Das heisst, wir gehen ins Wasser mit Jesus, wir stirbt mit Jesus, wir gehen unter Wasser, kommt rauf als neuer Mensch. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod.
damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und wo das passiert ist, habe ich gewusst, die Dämonen müssen jetzt weichen. Und sie haben wieder gebetet für mich. Und tatsächlich, wie die Dämonen haben sich wieder manifestiert. Und nach etwa 15 Minuten konnte ich die wie raushusten. Kurz vor der Taufe, wie wir sterben und wieder neu geboren sind, im Namen von Jesus. Und ein paar Delsi, ich bin aufgeregt, sie haben ganz einen Kampf gehabt. Was er im Grunde warte, wenn es durch ist. So, I'm going to start with the first few lessons and do some teaching and explain what we are doing. So you can learn and go home and do the same. Okay, we are just here ready with the first two, three people who are getting baptized. Ich wusste, die Dämonen sind gegangen und ich war irgendwie auch berührt. Aber etwas hat mir gefällt dort. Ich habe das Gefühl von dieser Freiheit, die mein Herz so gesucht hat, nicht erlebt. Und ich bin aus dem Wasser gekommen und wusste, etwas stimmt nicht mit mir. Als ich dann wieder in die Schweiz kam, habe ich das Buch die Bibel vorgenommen, habe die Bibel gelesen und den 1. Johannes gelesen. Und dort steht, dass wir, wenn wir Sünden bekennen, dass Gott treu ist und gerecht und uns vergibt. Und plötzlich ist es wie durch mein Herz und ich habe gemerkt, es stimmt. Ich habe gar keine Buße da. Viel zu wenig. Und dann habe ich meine Sünden, die plötzlich in den Sinn kamen. Das ist wie so, ist einfach gekommen. Ich bin zum Beispiel mit einem Taxifahrer davon gesprungen und habe das aufgeschrieben ins Natel. Und dann hat Gott mich nach Zürich geführt in eine Church, City Church in Zürich. Und bin dann dort runter und habe dem Pastor meine Geschichte erzählt, dass ich mich taufen, aber irgendwie die Freiheit nicht habe. Und er hat die Geschichte gelöst und hat gesagt, ja, mega, dürfen wir für dich beten? Und er hat gesagt, ja klar, dürft ihr für mich beten. Und dann ist es passiert, dass sind vielleicht so 8 Personen um mich herum gestanden, haben für mich gebetet. Und ich musste mich wieder verziehen und hatte Schmerzen am Arm. Und mir ist es vorgekommen wie 15 Minuten, dabei war es auch nur ein paar Sekunden. Und ich richtig Schmerz und eine Schwere. Und plötzlich sagt Gott zu mir, er nimmt mir jetzt die Sünde weg, die ich aufgeschrieben habe. Und plötzlich macht es in einer Sekunde durch meinen ganzen Körper, durch eine Entspanntheit. Und dann habe ich gesehen, wie so ein Wasserfall-Licht über mich kommt. Und dann ist das Gefühl gekommen, das Erlebnis, das ich gesucht habe, eine Freiheit in mein Herz, eine Liebe, die der ganze Körper ist. Die Augen sind mir auf. Und das Gefühl, das kannst du nicht beschreiben. Und ich wusste, yes,
Gott ist real. Jesus ist in mir, der Heilige Geist ist in mir hineingekommen. Und das Gefühl ist unbeschreiblich. Und von dann an ist es dann los, das Abenteuer mit Jesus. Oh, Weltklasse. Heute bin ich komplettiert worden. Cheese Coffee hat die ganze Gruppe für mich gebetet. Ich habe den komplett Heiligen Geist über all meine Sünden, die ich aufgeschrieben habe, ich konnte Jesus übergeben. Und er ist immer noch sprudelt in mir. Ich bin so glücklich. Es ist so. Oh, du fühlst dich so leicht. Es ist so. Ich habe immer gemeint, das Leben mit Jesus ist mega langweilig. Aber wenn man sich auf Jesus einlässt, ist es mega spannend. Du kannst Sachen erleben, die du noch nie erlebt hast. Und Gott ist ein Gott der Wunder. Er möchte Wunder tun in dieser Welt. Er möchte uns brauchen, um die Wunder zu tun. Er möchte heilen. Er möchte versorgen. Er möchte uns führen und eine Beziehung haben mit uns. Und wenn man sich wirklich einlässt auf das, passieren mega schöne Sachen. Ich durfte viele Sachen erleben. Leute sind geheilt worden. Menschen sind frei geworden. Ich selber durfte x Dämonen austreiben aus Menschen, die dämonisiert waren, wo Jesus uns das gesagt hat. Ein Zeugnis, das mir besonders im Herzen ist, wo mir geblieben ist bis jetzt und das einfach mega stark ist, ist das Zeugnis von Mar Lucia, das ich ein bisschen erzählen möchte. Das ist das Schönste, wenn du auf die Straße kannst, wenn du Leute findest, Personen vom Frieden, die auf der Suche sind, die hoffnungslos sind, die bedrängt sind. Wo wir eines Tages in Zürich auf der Straße sind, sind wir zu dritt losgegangen und haben Gott gebeten, dass uns Personen vom Frieden bringt. Und wir sind gleich mal ins Rotlichtmilieu gekommen und haben dort Mar Lucia getroffen, eine Prostituierte. Und sie hatte tatsächlich Schmerzen gehabt, an der Hüfte, am Bein. Und der Raffaello dabei war, durfte beten für sie und Gott hat sie sofort geheilt. Und sie hat gemerkt, wo da geht etwas. Etwas ist los, etwas ist anders, Gott ist hier. Und Luis hat mir gesagt, ich soll doch für sie prophezeien und dann Gott ein Bild geben für sie. Und als ich das Bild erzählt habe, ist sie Tränen ausgebrochen. Und es war mega schön, das zu erleben. Sie hat Gott erlebt. Und tatsächlich am nächsten Tag sind andere Jünger vorbei und haben sie aus dem Bordell rausgeholt. Und sie hat selber ein Zeugnis, wo man hier bei der Verlinkung oder sieht, gesagt, dass sie sich Ende Jahr das Leben hat genommen. Und sie hat ein paar Mal gesagt, sie hat wie Engel gesehen, die vor sie stehen. Und das ist mega schön, wenn die Verwandlung siehst von Leuten, die im Sumpf sind, die in dieser Welt sind, die hoffnungslos sind, wo Jesus ins Leben kommt und die jetzt das Leben in sich haben, die durchstarten, die frei werden von Drogen, von Angst, von Depression. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die Gefühle habt, wenn ihr hoffnungslos seid, wenn ihr nicht wisst, wie weiter, dann fragt Jesus, betet zu Gott, dass er euch einen Weg zeigt, dass er euch Jesus offenbart. Was ist der Grund, dass du dich taufen lassen? Ich habe verstanden, die Taufe, dass ich war Sklavin, 23 Jahre war ich Sklavin und ich habe gesehen, okay, die Taufe ist meine die Gelegenheit, mich zu befreien. Eu não sabia porque eu já tinha planejado de ir até o final do ano e morrer. Ich habe wirklich mir Plan gemacht, dass ich bis zum Ende dieses Jahr mein Leben wegnehme. Deus ele tá agindo por meio dessas pessoas. Dann habe sofort gedacht, wow, Gott ist am Wirken durch diese Menschen. Isso é um agir do Espírito Santo. Das ist der Heilige Geist. Mas até então eu foi quando Deus usou a Kelly. Dann Gott hat Kelly gebraucht. Você confia em Deus? Und hat mir gefragt, glaubst du an Gott? Ich falei, eu confio. Ja, ich vertraue ihm. Você quer sair daqui agora? Willst du raus von hier gehen? Naquele momento eu entendi que há anos eu pedi isso para Deus. Dann habe ich wirklich in dem Moment verstanden. Vor vielen Jahren habe ich das Gott gesagt.
Ich will dieses Leben nicht. Vielleicht hat dich mein Zeugnis berührt. Und vielleicht hast du jetzt Fragen. Ja, okay. Irgendwie glaube ich an Gott. Und irgendwie interessiert mich. Dann melde dich. Die Kontaktdaten werden eingeblendet. Aber ich möchte auch noch erklären, was braucht es denn, um in eine Beziehung zu kommen mit Gott? Was sagt die Bibel dazu? Im Johannes 3 lesen wir, dass Nikodemus zu Jesus kam und Nikodemus hat Jesus gefragt, du, wie komme ich ins Himmelreich? Und Jesus sagte, schau, du kommst erst ins Himmelreich, wenn du neu geboren bist. Aber was bedeutet denn neu geboren? Ich zum Beispiel von mir, ich habe oft Videos geschaut von Christen, die am Ende des Videos sagen, so, vielleicht möchtest du jetzt eine Beziehung mit Jesus, dann bete jetzt das Gebet mir nachher. Jesus, ich bekenne, ich bin Sünder, ich öffne mein Herz, komme in mein Herz. Und es ist am Schluss gesagt worden, gut, wenn du kurz die 3-4 Sätze gesagt hast, wenn du es von Herzen gemacht hast, jetzt bist du ein Kind von Gott. Aber in mir, es hat nichts verändert. Ja, das Übergabegebet, so wie man so schön sagt, habe ich x-mal gesprochen. Aber mein Leben hat sich nicht verändert. Ich habe Gott auch nicht erlebt. Ich wusste etwas, es ist quer. Aber was sagt die Bibel, was eine Wiedergeburt ist? Jesus sagt Nikodemus, du musst aus Wasser und Geist neu geboren werden. Und der Link zu dem ist eigentlich in der Apostelgeschichte 2, 37, 38. Jetzt lesen wir, dass der Petrus zu den Juden predigt und sie haben gehört, dass sie Sünder sind, dass sie Jesus brauchen. Und es heisst, dass es gibt eigentlich 4 Schritte zur Wiedergeburt. Man hört, dass von außen kommt der Sohn rein und durch das wird Glaube erzeugt im Herz. Und die Juden fragen den Petrus, ja, was müssen wir jetzt machen? Und er sagt ihnen, tut Buße. Kehrt um von euren krummen Wegen. Das heisst, wir sind alle Sünder. Und bei mir war es das Gleiche. Ich habe viel zu wenig Buße, als ich mich taufe. Das ist so wichtig, das Fundament. Zu erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir Fehler haben in unserem Leben, dass wir alle gelogen, gestohlen und sonst schlimme Sachen gemacht haben. Und das heisst, eigentlich heisst Buße, das Herz umkehren zu Gott. Wenn man gestohlen hat, dass man nicht mehr stellt. Wenn man gelogen hat, dass man nicht mehr lügt. Das ist Umkehr, das ist Buße tun. Sich entschuldigen bei Leuten. Das habe ich alles gemacht. Aber er braucht einen weiteren Schritt. Er hat gesagt, lasst euch taufen auf dem Namen Jesus. So wie ich auf Barcelona bin, habe ich mich taufen, bin unter Wasser. Und das bedeutet, wir sterben mit Jesus, gehen unter Wasser, werden begraben, gehen mit ihm ans Kreuz in den Tod. Und das passiert wirklich im Geistigen. Hier in der Welt ist ein Symbol, ein Begräbnis, aber im Geistigen passiert es wirklich. Wir werden frei. Wir werden eigentlich neu geboren, wenn wir raufkommen in diese Welt. Aber wir brauchen etwas, um das Leben zu bestreiten, und das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist wieder etwas anderes, das ist losgelöst. Das beschreibt auch der Paulus in der Apostelgeschichte, wo er auf Leute trifft, wo der Heilige Geist noch nicht gehabt hat. Er fragt sie, hat der Heilige Geist empfangen? Sie hat gesagt, sie wüsste nicht mal, dass es den Heiligen Geist gibt. Dann hat sie noch mal getauft im Namen Jesus und betet, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Und der Heilige Geist, es gibt ein Zeichen, die Bibel beschreibt das oft, dass
die Menschen in fremden Sprachen sprachen oder prophezeiten. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass der Heilige Geist hineinkommt. Bei mir war es das Gleiche, als die Church für mich gebetet hat in Zürich. Das ist für mich wie ein Wasserfall in mir gekommen. Wir sind die Augen auf. Wir sind Freude, Liebe, Frieden. Und Sprachen sind gekommen. Und wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann gehörst du zu Gott. Das ist das Unterpfand, das uns Gott gibt. Das heisst, dass wir, wenn wir sterben, dass uns Gott irgendwann wird auferwecken, dass wir mit ihm leben können. Vielleicht hat es berührt oder du hast erkannt, aha, da ist mehr. Das stimmt, ich habe schon manchmal gespielt, es hat sich nichts verändert. Vielleicht bist du auch gefangen in dämonischen Kräften, dass wir für Freiheit beten können. Weil das Ziel ist es, dass du in Freiheit darfst leben. Dass Jesus vollkommen durchbricht bei dir. Am Schluss möchte ich noch für dich beten. Du kannst, wenn du willst, kannst du die Hand auf dein Herz legen und die Augen zu tun. Und ich bete für dich. Danke, Vater im Himmel, für das Zeugnis. Danke, hast du mich geführt und geleitet und darf ich das Zeugnis in die Welt raus tun. Danke, hast du mir die Vision gegeben, hast du mir geredet. Und danke, wirst du das all zu denen machen, die jetzt zuhören. Dass du jetzt zu ihnen redest, dass du, wenn sie das Herz öffnen, dass du in dein Herz hineinkommst und dass sie wissen, dass du real bist. Und gib ihnen den Mut, sich zu melden. Und ich danke dir, dass es dich gibt, weil Gott hat dich schon kennt, bevor du dich kennt hast. Und er möchte eine Beziehung mit dir. Vor allem, dass wir dich im Himmel sehen. Danke, Vater im Himmel, für deinen Sohn, Jesus Christus, der gestorben ist für die ganze Welt. Und alle Ehre ist dir, Jesus. Amen. Und wenn dich das berührt hat, wenn dich die ganze Geschichte berührt hat, und wenn du Fragen hast, wenn du merkst, du bist nicht frei, dann melde dich unbedingt, dass wir beten für dich, dass wir in eine Beziehung kommen und dass wir schauen können, dass du in eine biblische Wiedergeburt kommst. Ich wünsche dir jeden reichen Segen und bis gleich. Tschüss.